Und ich darf jetzt zu unserem vierten Vortrag in dieser Session überleiten. Der Titel des Vortrages lautet Taktplanung ohne Vorkenntnis und vertragliche Verankerung, Resümee eines bewegten Bauablaufs. Da sind wir natürlich sehr gespannt darauf. Ich darf Ihnen vorstellen die beiden Referenten, Herr Friedrich Plöchinger und Herrn Felix Plöchinger. Und der gemeinsame Nachname ist kein Zufall, werden Sie vielleicht selber was zu sagen. Herr Friedrich Plöchinger hat Versorgungstechnik studiert. Er war bis 2018 in zwei Ingenieurbüros als Projektleiter, technischer Geschäftsführer, Prokurist und Niederlassungsleiter tätig und ist seit 2019 geschäftsführender Gesellschafter der TGA Plöchinger GmbH, einem Ingenieurbüro für technische Gebäudeausrüstung. Und beschäftigt sich neben der Planung und Bauüberwachung für die TGA auch seit 8 Jahren mit dem Thema oder mit dem System der Taktterminplanung und hat vor, dieses Thema auch sehr stark weiterzuentwickeln im eigenen Unternehmen. Da freuen wir uns sehr darauf, davon zu hören. Und Herr Felix Plöchinger ist noch im Studium, ist das richtig? Oder ist sogar noch im Studium? Aber seit Anfang 2020 schon als Lean-Moderator im Unternehmen tätig und er hat das Projekt Schulcampus unter Föhring betreut, was im Vortrag auch gleich vorgestellt werden wird. Herr Friedrich Plöchinger beginnt und dann schauen wir mal, wie es läuft. Ja, herzliches Grüß Gott aus Bayern. Ich komme jetzt aus dem anderen Ende des Landes, aus dem ganz südöstlichen Bereich, nämlich aus Passau. Und ich hatte 1997 das Projekt auf dem Tisch, Neubau eines Schulcampus in Unterföhring, das ist bei München. Das ist ein Projekt, das insgesamt eine Größenordnung hatte, dann, wie sich entwickelt hat, von ungefähr 150 Millionen Euro und davon ungefähr die Hälfte im Innenausbau. Das heißt, also, wir reden jetzt über eine Größenordnung 70 bis 80 Millionen Euro für den gesamten Innenausbaubereich und ich habe gesagt, das ist ein tolles Projekt für Lean Construction. So, jetzt hatte ich eine Situation, ich bin TGA-Planer. Ich hatte einen Planungsauftrag für Gebäudetechnik und habe gesagt, wie bekomme ich jetzt das Thema hin, dass wir die Planer und auch den Bauherrn und die Projektsteuerung davon überzeugen, dass Lean Construction genau für dieses Projekt super ist. Ist mir dann gelungen, durch ein paar glückliche Umstände, will jetzt gar nicht näher dazu eingehen. Ich darf vielleicht an der Stelle meinen Sohn Felix Plöchinger noch auch separat begrüßen. Den haben wir jetzt aber entschlossen, aus der Kürze der Zeit jetzt diesen Vortrag, dass ich den alleine gestalte. Und nichtsdestotrotz hat Felix einen wichtigen Partner übernommen, das letzte halbe Jahr in diesem Bauvorhaben, das noch zu Ende zu bringen. Und das ist, glaube ich, immer die heiße Phase und hat es sehr souverän schon gemacht. Und das zeigt auch, dass die Begeisterung von ihm als Quereinsteiger in dieses Projekt auch und in dieses Thema sofort Begeisterung weckt, wenn man sieht, was es erreichen kann. Gut, was waren die Rahmenbedingungen? Wir hatten ein Projekt, Schulcampus ist ein öffentliches Bauvorhaben, muss man wissen, natürlich. Im Gegensatz zu den beschriebenen anderen Projekten hier hat man da die Rahmenbedingungen, dass sowohl die Planer nicht gesetzt sind, das heißt, sie sind eine Truppe, die aus verschiedenen Auswahlverfahren generiert werden, aber auch die ausführenden Firmen, die rein nach dem oder fast rein nach dem Preisschema letztendlich zur Vergabe kommen, die auch nicht vorbereitet waren, mehr oder weniger für diese Thematik, wo nur in der Ausschreibung mein Hinweis war, wir wollten, dass die gerne mit uns nach dem System der Taktplanung letztendlich diese ganzen Bauabwicklungsthemen mitbegleiten. Ich stelle mal kurz das Projekt Unterföhring noch vor. Das ist ein Neubau, ein großes Baufeld, 40.000 Quadratmeter Grundstücksfläche, wie gesagt 150 Millionen Gesamtbausumme, davon in etwa 70 bis 80 Millionen Euro im Innenausbaubereich. Die Taktplanung und die Taktsteuerung hat letztendlich auch nur für den Bereich der Ausbaugewerke stattgefunden. Dieser Bereich Ausbaugewerke war spannend, weil die gesamte Ausbauzeit für diese Ausbaugewerke mit dieser Größenordnung nur etwa ein Jahr gesetzt war. Das ist ein politisches Thema immer bei einer Schule. Die Inbetriebnahme der Schule muss immer zu einem möglichst Schulbeginnszeitraum, nämlich September eines laufenden Jahres, erfolgen. Das heißt, es war der Endtermin, der war gesetzt. Und wir reden hier über ein Gymnasium mit 5 Zügen.
im G9-Bereich. Das hat sich dann auch nochmal erweitert. Wir reden über eine Grundschule und einen Hort. Und wir reden über eine Vierfach-Turnhalle und eine Tiefgarage für 120 Stellplätze. Und das alles in einem Schulprojekt. Diese ganze Thematik Lean Construction hat mich dazu bewogen, wegzugehen jetzt von dieser TGA-Planungsportfolio, Leistungsbereich und in unserem Unternehmen einen eigenen Bereich zu gründen, den auch Felix mit dann betreuen wird oder mitführen wird. Und wir haben das Thema Lean Fox gegründet in der Richtung. Das ist zwar noch keine eigenständige Firma, aber eine eigenständige Marke und wir wollen die weiterentwickeln. Jetzt zum Schulbauname, das ist der Grund, das man sieht da sehr schön, diese meanderförmige Bauweise. Links diese Grundschule- und Hort-Thematik, dann in der Mitte eine zentrale Küche mit Mensa und rechts dieses 50er Gymnasium. Links unten die Vierfachturnhalle und unter der, neben der Turnhalle, zwischen Turnhalle und auf diesem hell schraffierten Bereich ist noch eine Tiefgarage untergebracht. Es waren bis zu 600 Handwerker parallel im Einsatz im Ausbaubereich. Wobei es so war, dass sie die ganze Rohbau-Thematik ja, wie so oft ist, mit Verzögerungen behaftet war. Das hat verschiedene Gründe, aber wir hatten letztendlich ein Ziel, die Rohbau-dichte Hülle fertigzustellen, so im Bereich August, September. Fertig war sie letztendlich dann im März des darauffolgenden Jahres, wirklich. Und wir hatten dann die Anspannung, dass wir diese ganzen Ausbaugewerke diesem Baufortschritt folgend mit der Fassade, mit dem Rohbau letztendlich dann immer wieder auch noch an diese Rahmenbedingungen anpassen mussten. Die Hülle ist nicht dicht und ist nicht fertig. Gut. Wir hatten als TGA-Planer habe ich die Terminplanung, Taktterminplanung eingeführt in der Leistungsphase 3. Das heißt, wir hatten eine Entwurfsplanung und wir sind dort gestartet, haben Taktterminpläne entwickelt. Auf meine Initiative, wobei der Bauherr dem war nicht ganz wohl und auch dem Projektsteuerer bei dieser Thematik, diese Leistungstiefe zu erreichen innerhalb von einem Jahr in der Ausbauphase. Durch den Taktterminplan ist dann die Sicherheit entstanden, ja, das ist machbar. Es war auf den Rahmenterminen, die gesetzt waren, gar nicht so einsichtig, aber man hat dann gemerkt, wie der Tagterminplan das erste Mal gestanden ist, ja, das geht. Und das hat uns auch dann der Bauherr bestätigt, der auch ein Profibauherr ist, muss man dazu sagen, in der Gemeinde Unterföhring hat sehr viele Bauprojekte parallel, gerade auch im Speckgürtel von München mit sehr viel Einzelmaßnahmen, die auch die Erfahrung zeigen, wie es im öffentlichen Bau ist, dass das nicht immer ganz so richtig gut abläuft, wie man es vielleicht steuern kann, wenn man in einem Konzern ist, mit den gleichen Partnern arbeitet. Wir haben die Tagterminsteuerung gemacht für den Innenausbau, begleitet während der gesamten Innenausbauzeit mit wöchentlichen Besprechungen, die zum Zeitpunkt der heißen Phase im Frühjahr 2020 bis nach der Corona-Zeit auch zweimal wöchentlich stattgefunden haben, um die Sicherheit für die einzelnen Teilnehmer zu erhöhen, nachdem es Verzögerungen gab. Wir haben den Taktterminplan während dieser Phase ein- bis zweimal wöchentlich aktualisiert und haben dann natürlich geschafft, was man sonst im normalen Bauablauf vielleicht nicht schafft, dass man dem Bauherrn immer die Transparenz gegeben hat. Der wusste ganz genau, wo es hinten rausgeht. Und wir haben auch sehr früh dann Strategien entwickeln können, mit dem Bauherrn zusammen letztendlich zu sagen, ja, jetzt merkt man es langsam, jetzt wird nicht alles fertig. Was müssen wir denn aber jetzt im Betrieb nehmen? Wo wollen immer den Fokus hin, damit die Schule starten kann? Und wir haben dann im Prinzip geschafft, dass wir zum September 2020 das komplette Gymnasium in Betrieb genommen hat. Die Grundschule und der Hort waren fertig. Die Tiefgarage war fast fertig und die Turnhalle war auch fertig. Also das heißt, wir haben einen sehr guten Fertigstellungsgrad erreicht, obwohl diese starke Verzögerung entstanden ist. Das zeigt einen Stand des Terminplans, denn der schaut vielleicht jetzt bekannt auch aus im Vergleich zu den Vorrednern. Das war nicht ganz ohne diese ganzen Takte wurden auf Wochentakte ausgelegt. Wir haben ungefähr 900 Arbeitspakete
identifiziert. Es waren 20 Innenausbaufirmen am Start. Das waren allein schon 3 Bodenlegerfirmen, die unterschiedliche Themen hatten. Einmal einen Natursteinbodenverleger, einmal einen Parkettbodenverleger, einmal einen Linoleumbodenverleger. Es waren allein schon 3 Firmen. Dann haben wir, wie gesagt, für jedes Gewerk dann wieder noch einzelne Firmen gehabt. Die Ausschreibung der öffentlichen Gewerke bewirkt ja immer oder bedingt ja immer, dass man diese Gewerke einzeln auch ausschreiben muss. Es kann dann eine Bündelung geben, wenn es entsprechende Firmen gibt, die da mehrere Gewerke anbieten können, aber es ist halt einfach nicht gesetzt. Wir haben 144 Taktbereiche mit 9 verschiedenen Gewerkssequenzen uns erarbeitet und wir haben die Taktsteuerung dann letztendlich mit Kanban-Boards unterstützt. Die waren allerdings dann in einem großen Raum schon als Wand aufgebaut und hatten immer noch nur noch eine Eindringtiefe von einer halben Woche. Das heißt also, wir haben keine Möglichkeit gehabt, diese großen Umfänge letztendlich auf einer Wand darzustellen mit Tagestakten. Wir haben uns dann beschränkt, auch wenn wir gesagt haben, in dieser Woche Montag bis Mittwoch und Donnerstag und Freitag noch oder eventuell noch dieses Wochenende dann mit dazu zu nehmen. Ja, die Besonderheiten waren ein großes öffentliches Projekt, wie schon gesagt, keine vertragliche Verankerung bei den Planungsbeteiligten. Das heißt, dass keiner hatte das in seinem Ingenieurvertrag, dass er mit Lean arbeiten musste oder hat auch gar nicht gewusst, was das ist. Also ich war der einzige Fachplaner, der letztendlich dann von dieser Seite die anderen Planer da im Prinzip gecoacht hat und das System eingeführt hat. Rohbauverzögerung war schon angesprochen. Wir hatten natürlich dann das Thema, dass so im März, wie eigentlich die letzten Schritte dann in diesem Gymnasiumteil richtig heiß wurden, dass wir dann noch das Covid-Thema hatten. Da hat man mal einen Monat pausiert. Das heißt, wir hatten einen Monat lang keine Taktterminbesprechungen. Es hat sich auch wieder ausgewirkt dann zum Schluss, weil es einfach diese periodische Besprechung natürlich auch die Disziplin erhöht. Das haben wir gemerkt, das war halt dann auch nicht mehr ganz so einfach aufzufangen. Ja, die Projektbeteiligten selber, auch im Ausbaugewerkebereich, da hatten, wenn überhaupt, ein- oder zweimal jemand irgendwas gehört von Lean Construction und das waren alle im Prinzip Neulinge in dem Bereich. Was war das Resümee? Wir hatten tatsächlich keine Kostenexplosion. Wir hatten Nachträge, wir hatten Firmen, die auch letztendlich dann mehr wollten durch diese Bauverzögerungen. Aber wir hatten keine Kostenexplosion, wie sie üblich ist in dem öffentlichen Bau. Wir hatten die Fertigstellung von den wichtigen Terminbereichen geschafft, innerhalb der gesetzten Rahmenzeit. Das war auch nicht selbstverständlich und da hatten die Beteiligten wirklich Bauchweh, wie ich dann mit dem Auftraggeber, mit dem sehr engagierten Bauabteilungsleiter nochmal gesprochen habe. Und wir haben immer die Transparenz dadurch aufrechterhalten, dass wir gesagt haben, wir konnten den Handwerkern sofort sagen, wenn sich irgendwo was verzögert hat, innerhalb von 1 bis 3 Tagen haben die immer die Information bekommen, aktuellen Terminplan, haben immer genau gewusst, es verzögert sich, haben auch mal gemault. Aber sie wussten letztendlich dann trotzdem wieder, wie es weitergeht und haben das dann auch akzeptiert. Also die Akzeptanz der Unternehmer war recht hoch, war aber nicht 100%. Die Lerneffekte bei den ersten Taktbereichen waren so effizient, dass man diese zweistöckige Bauweise mit E und plus 1 in der Grundschule Hort in dem Bereich letztendlich mit dem Gymnasium letztendlich abbilden konnten, obwohl das ein Stockwerk mehr hatte. Das heißt, wir haben dort fast die gleiche Geschwindigkeit erreicht im Ausbau. Es war allerdings das Problem, die Disziplin dann richtig durchzuhalten, dieser Fertigstellungsmeldungen. Das heißt, wir hatten Takte, die wurden fertig gemeldet, waren es aber nicht. Es hat überall noch ein kleines Zwickerl irgendwo gehabt. Und wenn der Bodenbelag nicht ganz an der F30-Tür oder T30-Tür angeschlagen war, dann hatte das einfach dazu geführt, dass der Türbauer das Ding nicht einstellen konnte. Also es waren so ein paar so Kleinigkeiten waren dann noch da. Die hohe Transparenz habe ich schon aufgeführt und ich habe als Resümee gezogen, es lohnt sich auch in diesen Projekten mit diesen Rahmenbedingungen letztendlich Lean Construction auch als Fachplaner letztendlich in die Mannschaft reinzuschieben und das haben wir zum Anlass genommen, eben wie gesagt, das auch weiterhin zu machen. Danke für die Aufmerksamkeit.